Nächster Punkt, Dua. Dua machen. Der Prophet a.s.w. sagte eine Dua regelmäßig, die dich auf... Weil der Tipp ist ja, wie bleiben wir auf dem geraden Weg? Eine Dua, die er immer gemacht hat, ist Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Thabbit qalbi ala dinik. O du, der die Herzen wendet, festige mein Herz auf deine Religion. Thabbit qalbi ala ta'atik. Festige mein Herz in dem Gehorsam dir gegenüber. Dua. Und deswegen sagen wir auch 17 Mal am Tag mindestens, wenn wir nur die Pflichtgebete beten, Ihdina sirat al-mustaqim. Führe uns den geraden Weg. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, diese Dua zu sagen. Immer Allah um Rechtleitung zu bitten und darum zu bitten, auf der Religion zu bleiben. كلا ولا سمعته من أذنان.